Herzlich willkommen bei uns in der Lamikita zum Tag der offenen Baustelle. Eigentlich wollten wir das alles ein bisschen anders machen. Wir wollten euch, liebe Familien, liebe Kinder, einladen, zu uns in die Lamikita auf die Baustelle zu kommen. Aber die Situation lässt es leider momentan nicht zu. Deswegen, wir haben uns was anderes überlegt. Wir laden euch herzlich digital in unsere Kita-Baustelle ein. Normalerweise Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen und dann rein. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Hallo, herzlich willkommen in der Lamikita oder in dem, was ihr bisher sehen könnt. Leider, Baustellentag hat nicht funktioniert, aber wir durften schon rein und zeigen euch heute, was schon so steht und was alles so ein bisschen auf euch zukommt. Aber ihr braucht Vorstellungskraft, das heißt, überlegt euch, wie könnte es toll aussehen, aber ihr könnt es. Ihr wundert euch bestimmt, warum hier ein Baum steht. Den haben wir ganz bewusst gewählt. Ihr findet den Baum zum einen in unserem Logo, weil wir naturbewusst sind, weil wir täglich rausgehen wollen und weil der Baum einfach ein schönes Motiv dafür ist. Hier in der Kita könnt ihr eure Wurzeln schlagen und bis durch die Decke wachsen. Wir sind hier im Foyer. Ihr seht, von hier aus geht es in ganz viele verschiedene Richtungen. Wir möchten euch als erstes die Küche zeigen. Herzlich willkommen in der Küche. Wie ihr seht, viele Kräuter, unheimlich lecker. Was ist das? Minze, prima. Und in dieser Küche, in den Räumen, hier wird gegessen, da drüben wird gekocht. Da sieht man noch keine Küchenzeile, aber ihr seht, es ist offen, es ist hell. Ihr werdet immer mit reingucken können, was es zu essen gibt. Ihr werdet es riechen den ganzen Tag. Und eure Eltern können euch dabei begleiten. Das heißt, wenn ihr abgegeben werdet, können sie mit in die Küche gucken, können schauen, was gibt es da Leckeres oder auch mal einen kleinen Plausch halten mit der Köchin. Und ansonsten werden wir uns hier ganz oft sehen, um Kartoffeln zu schneiden, zu schälen, um Brot zu backen oder viele, viele andere Sachen. Das wird so ausschauen, dass man hier in die Küche geht. Achtung, ich gehe jetzt in die Küche. So, drehe mich einmal um. Und schneide hier, wasche hier, schneide, 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 schneide. Und wenn ich fertig bin, dann bekommt ihr das auf euren Teller. Oh, herzlich willkommen im Sportraum. Direkt neben dem Esszimmer findet ihr den Sportraum für Bewegung und für Ausdauer und für Spaß. Und hierfür braucht man einen Ball, denn mehr ist momentan nicht da. Aber hier kommt noch ganz viel her. Ganz genau. Und zwar hier hinten, da, gibt es eine Boulderwand. Das heißt, hier wird geklettert, geklettert, bis der Affe kommt. Banane weg und so, ihr kennt das Lied. Oben an den Decken seht ihr überall so lustige Vorkehrungen. Da kommen noch Häken runter, damit man verschiedene Klettervarianten und Schaukeln und so weiter anbringen kann. Wir werden hier eine Menge Platz haben, um uns zu bewegen. Und es wird unheimlich viel Spaß geben, machen, wenn wir mit den ganzen anderen Kindern und mit den Kollegen und vielleicht euren Familien hier einen schönen Vormittag verleben. Nach Sport kann man manchmal sich ein bisschen ausruhen und da gehen wir jetzt auch hin. Und zwar besuchen wir die Nätje im Ruhebereich. Der ist nämlich da vorne. Hallo! Hallo! Willkommen im Ruheraum. Dieser Raum ist was ganz, ganz Besonderes. Ihr seht es schon, er ist rund. Und oben an der Decke auch ein rundes Fenster und hier kann man wundervoll die Wolken angucken. Nachdem ihr drüben im Sportraum euch ausgetobt habt und ein bisschen Ruhe haben möchtet, könnt ihr euch in diesen Raum zurückziehen, euch in einen dieser schönen Sitzsäcke setzen, ein Bilderbuch angucken und einfach nur die Seele baumeln lassen. Wir starten jetzt hier nochmal vom Foyer, vom Ruheraum, von der Küche und vom Sportraum und gehen direkt hinter in die Krippe, dort, wo die ganz Kleinen wohnen. Also, wir folgen euch, ihr geht vor. Langer Gang, Garderobe, viel Bewegung, aber vor allem auch, das ist der Ort, an dem ganz viel passiert. Anziehen, umziehen und viel Rennen, das wird einfach so sein. Nätje, willst du dich schon mal umziehen? Ich hänge meine Jacke mal.
wie jeden Morgen an die Garderobe. Wir stehen jetzt in einem Krippengruppenraum. Wir schauen uns einfach mal gemeinsam um. Ihr werdet hier eine kleine Küchenzeile haben, an der ihr selber auch mit den Erziehern zusammen kleine Gerichte basteln und kreieren könnt. Dahinter, ich steige jetzt mal drüber, findet ihr eine kleine Sitzecke und hier werdet ihr mit den Erziehern essen. Das ist ganz gemütlich, ohne Stress, ohne Hektik, einfach mal das Essen genießen. Der Rest vom Zimmer ist einfach nur dafür gedacht, dass ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr euch wundert, warum ist hier ein Loch? Das gehört zu unserem Sichtachsenkonzept. Das heißt, man kann hier durchgucken und schauen, ob es euch im anderen Zimmer gut geht. In welchem Zimmer? Im Ruheraum. Da gucken wir mal durch. Ich gehe mal hier, ihr kommt da drüben. Hi, da ist eigentlich sonst ein Fenster drin. Also wundert euch nicht. Hier ist ein Ruheraum. Hier wird geschlafen, sich ausgeruht, wenn ihr das braucht und wenn es euch gut tut. Meistens nach dem Essen werde ich auch immer sehr müde. Aber für euch hier, jeder hat sein eigenes Bettchen. Es ist sehr, sehr gemütlich. Oder es wird gemütlich. Momentan ja noch Baustelle. In Baustellen schläft man normal nicht so viel. Also, gehen wir wieder rüber und gucken mal ins Bad. Ich nehme euch mit ins Badezimmer. Das ist ganz praktisch, es verbindet beide Gruppenräume. Ihr benutzt also dasselbe Badezimmer wie die andere Krippengruppe. Und ich stehe mitten in der Dusche, aber das ist eigentlich untertrieben. Wir haben hier nämlich einen Bereich, der geht von hier, da, da wieder zurück. Und wir können hier ein bisschen Wasser anstauen und ihr könnt hier bei jedem Wetter ein bisschen im Wasser planschen, Seifenblasen machen und euch hier total austoben. Und da geht's weiter in den nächsten Gruppenraum. Hier haben wir eigentlich dasselbe, was der Manuel gerade schon erklärt hat. Hier wird es eine kleine Küchenzeile geben. Da hinter euch ist der nächste Schlafraum und da geht's wieder zurück in den Flur. Da warte ich nämlich auf euch. Hallo! Und wenn wir rausgehen, dann gehen wir meistens hier durch, weil da ist nämlich unsere Schmutzschleuse. Im Haus gibt es keine Schuhe, also Hausschuhe, aber keine Straßenschuhe. Wenn wir aber raus wollen, bei jedem Wetter, brauchen wir Gummistiefel, Matschhose, Schneeanzug, Mütze, Biwak, viele Sachen, die man einfach draußen braucht, um bei jedem Wetter draußen sein zu können. Dann gehen wir hier durch mit allen Kindern und ziehen uns um. Und dann geht es durch diese Tür nach draußen, egal bei welchem Wetter. Und wir gehen wieder zurück, weil wir wollen auch den Kindergartenbereich anschauen. Also, geht ihr vor? Sehr schön. Der Weg ist der gleiche, ihr kennt ihn ja schon, ihr seid schon alte Hasen, ich merke das. Wir gucken, ob wir die Nähte auch noch mitnehmen können. Da ist es schon. Und jetzt geht es einfach nach vorne. Jetzt nehmen wir euch mit in den Kindergartenbereich. Da geht's lang. Hier wird es auch schon Garderoben geben, rechts und links. Und jetzt nehme ich euch mal mit in diesen Raum. Das ist was ganz Besonderes. Hier ist unser Digitalraum. Hier wird es einen großen Bildschirm an der Wand geben, wo wir uns gemeinsam eure Fotos angucken. Vielleicht habt ihr Lust, auch mal ein Video zu drehen. Oder einfach euren Quatsch aufzunehmen, euer Rollenspiel, Theater, wie auch immer. All das kann in diesem Raum funktionieren. Und hier bin ich wieder. Hallo. Weil wir sind jetzt schon im Kindergartenbereich und bewegen uns einfach mal zuerst hier hinten in dieses Zimmer. Auch hier wird es Garderoben und Garderoben und Garderoben geben. Das hier ist die Tür zur Schmutzschleuse. Die wird später ganz anders aussehen. Aber jetzt sieht sie so aus und auch da kommt man direkt in den Garten. Wir gehen einmal an dem Badezimmer vorbei. Hier gibt es auch Toiletten. Die braucht man natürlich ganz dringend. Genug Platz, ganz entspannt. Ich glaube, wie viele Toiletten? Zwei Toiletten kommen hier hin. Und Waschbecken und alles gut. So, dann geht es weiter in einen Gruppenraum. Im Gruppenraum bzw. hier könnt ihr euch austoben. Hier ist eine Menge Platz. Schaut euch einfach mal um. Eine Menge Platz für viele Kinder. In unserem Schwerpunkt wird das hier der Musikraum sein. Musik, Kreativität, Atelier, alles was mit Farbe, Liedern, Singen, Tanzen zu tun hat, kann in diesem Raum stattfinden. Und ich nehme euch mal mit in den Nebenraum.
Das ist unser Forscherraum. Hier findet ihr Lupen, Reagenzgläser, Licht, Schatten, auch Farben. Hier könnt ihr ganz genau gucken, wie funktioniert eigentlich die Welt. Und das findet hier statt. Übrigens, auch da haben wir wieder ein Fenster, um die anderen Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn ihr euch richtig erinnert, da war die Schmutzschleuse. Wir gehen jetzt in den zweiten Gruppenraum da hinten, und zwar in unseren Gruppenraum direkt für Bauen, Konstruieren, für große Sachen fertig machen und was ganz Tolles mit euren Freunden zusammen basteln. Basteln im Sinne von groß bauen, wie hier auf der Baustelle. Das Zimmer ist ungefähr genauso momentan. Das heißt, ihr müsst euch wirklich was Gutes vorstellen. Stellt euch vor, Bauklötze aus Holz, aus verschiedensten Materialien, und ihr könnt hier nicht nur so kleine Burgen bauen. Hier kommen die großen Gebäude hin und die macht ihr. So, und auch hier wieder einmal Sichtachsenkonzept. Ich gehe durch die Wand. Hallo. Und in diesem Zimmer habt ihr die Möglichkeit, Rollenspiel zu machen. Das heißt, ihr habt eine kleine Theaterbühne. Ihr könnt euch hier richtig austoben mit Verkleidungen, mit Kostümen, mit Hüten und so weiter. Und das dann auch schön als Film für eure Eltern aufnehmen. Das wird eine ganz tolle Sache. Und wenn man dann mittags als kleines Kindergartenkind oder als Kindergartenkind ein bisschen müde ist, ist der Raum auch richtig schön ruhig und hier kann man sich wunderbar ausruhen. Also merkt euch das Zimmer. Hier werde ich auch ab und zu sein und mich ein bisschen zur Ruhe betten. So, wir gehen weiter. Wir suchen jetzt einfach mal die Nätje, die ist bestimmt wieder da vorne. Ah, schaut mal, ich habe sie gefunden. Hallo. Und ich nehme euch ja wieder zurück ins Foyer. Wir haben jetzt eigentlich alles schon erkundet. Ein einziger Bereich fehlt noch. Das ist hinten eigentlich für Kinder der langweilige Bereich. Und den machen wir jetzt einfach mal ein bisschen schneller. Kommt mal mit. Hier wird es für eure Eltern einen Raum geben, in dem man sich besprechen kann. Hier können Elternabende stattfinden. Hier finden Teamsitzungen statt. Und alles, was man so in ruhiger Runde mal besprechen muss, kann in diesem Raum stattfinden. Wir gehen mal um die Ecke. Hier ist nämlich mein Büro. Das heißt, wenn euch irgendwas Wichtiges einfällt, hier könnt ihr immer reinkommen. Die Tür wird meistens offen sein, außer ich brauche meine Ruhe. Und dann habe ich hier meinen wunderschönen Bürostuhl und sitze hier an meinem Schreibtisch und schreibe euch einen Brief. Klingt doch gut. Ich kann euch auch sehen, wenn ihr von draußen reinkommt, und wink euch dann zu. Das heißt, wir werden immer in Kontakt bleiben. Guckt mal nebenan, da sitzt nämlich dann unser Team. Genau, da nehme ich euch wieder mit. Da sitzt das andere Team. Wenn mal irgendwas vorbereitet werden muss oder sie ihre Pause machen, das findet hier in diesem Raum statt. So, wir sind erstmal fertig mit unserem Blick durch eure neue Kita. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Einblick. Wir sehen uns im Juli, August vielleicht nochmal wieder, wenn hier alles ein bisschen mehr fertig ist. Ich denke, wir sind schon ganz weit gut und gut gekommen. Ich denke, das wird toll. Ich denke auch. Und am 1. September seid ihr bitte hier. Die ganzen Kinder, die uns gerade zugucken, wir freuen uns tierisch auf euch. Wenn ihr immer mal wieder auch einen Einblick haben wollt, wie das hier so weitergeht, ab und zu ein Blick auf unsere Facebook-Seite lohnt sich. Und dann kriegt ihr auch immer mal wieder so einen Eindruck, wie weit wir sind. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf die Eröffnung im September und auf eine tolle Zeit mit euch.